Nähmaschinenklinik.com zeigt heute, wie eine Nähmaschine aufgebaut ist, mit allen Aggregaten, was dazu gehört. Ich werde die Nähmaschine in einzelnen Teilen erklären, welche Funktionen die einzelnen Aggregate haben, damit wir ein Verständnis dafür bekommen, wie eine Nähmaschine funktioniert. Jedes Modell ist also anders. Ich zeige es an verschiedenen Modellen, verschiedene Abläufe. Als erstes schauen wir uns mal die Grundeinstellung an zwischen Nadel und Transporteur. Falls jemand mal die Nähmaschine verstellt hat oder irgendwelche Schrauben haben sich gelöst, dass sich die Nähmaschine komplett verstellt hat, überprüfe ich erstmal, ob die Nadel zum Transporteur stimmt. Die Nadel steht in der höchsten Stellung, also das heißt am oberen Totpunkt. Und dann steht der Transporteur in vorderster Stellung und oben. Da ist die Ausgangsstellung von dieser Nähmaschine zwischen Nadel und Transporteur. Ich bewege jetzt die Nadel nach unten in Drehrichtung und wir sehen, wie der Transporteur nach hinten hingeht. Und wenn die Nadel am untersten Totpunkt ist, jetzt ist die Nadel am untersten Totpunkt, dann ist der Transporteur auch versenkt nach unten. Das ist eine Grundeinstellung, die kann ich immer überprüfen, ob die Funktionen so gegeben sind. Ich zeige euch nochmal eine komplette Bewegung, Nadel abwärts und Nadel aufwärts. Und wir schauen uns mal, was der Transporteur macht. Die Nadel ist jetzt am oberen Totpunkt. Der Transporteur steht oben und ist ganz vorne. Und jetzt drehe ich die Nadel. In den unteren Totpunkt, dann sehen wir, dass der Transporteur unten ist und in der hintersten Stellung. Wenn die Nadel wieder hochgeht, geht der Transporteur nach vorne, bleibt aber noch unten. Und sobald die Nadel aus dem Stoff rausgeht, merken wir, dass der Transporteur nach oben geht. Und der Transporteur transportiert erst in dem Moment, wenn die Nadel wieder nach unten hingeht. Dann verschiebt er den Stoff in Näherichtung. Das ist eine wichtige Funktion, die man überprüfen kann, ohne dass man eine Lehre braucht. So, jetzt schauen wir uns das gleich nochmal an. Wie steht der Greifer zur Nadel? Wenn die Nadel am obersten Totpunkt ist, dann ist die Greiferspritze unten, etwas über die Mitte. Und jetzt verdrehe ich das Ganze wieder, die Nadel fährt runter. Und jetzt ist die Nadel am untersten Totpunkt. Und wir sehen, dass die Greiferspitze ca. 4 bis 5 mm von der Nadel entfernt ist. Das ist die grobe Einstellung. Wenn das also so stimmt, dann ist die Maschine schon mal grob eingestellt. Die Feineinstellung geschieht ja anders. Die Fisch geschieht mit Leere und auch mit Hubzwinge. Hier geht es nur darum, um festzustellen, wie die Funktion eigentlich ist, wo die Nadel, wo der Greifer stehen muss. Wir sehen hier die Nähmaschine in Funktion. Hier unten haben wir den Motor. Der Motor treibt mir mit dem Keilrieben hier oben mein Handrad an. Das ist bei jeder Nähmaschine gleich. Das Einzige, was wir also haben, ist, hier haben wir einen Direktantrieb vom Motor über das Handrad. Und dann gibt es noch die Antriebe, wo zusätzlich noch ein Zwischenglied eingebaut ist, eine Übersetzung. Das sind die beiden Unterschiede. Einmal Direktantrieb und einmal mit Übersetzung.
Hier sehen wir zum Beispiel eine Nähmaschine, wo der Antrieb vom Motor nicht direkt zu meinem Handrad hingeht, sondern hier ist eine Umlaufsteuerung. Da sitzt mein Motor. Hier ist die Umlenkung von der großen Rolle auf die kleine und treibt mir dann das Handrad an. Diese beiden Möglichkeiten gibt es, entweder Direktantrieb vom Motor zum Handrad oder den Antrieb über eine Umlenkrolle. Als nächstes zeige ich euch jetzt den Freilauf, damit die Antriebswelle, diese Antriebswelle nicht mitläuft und auch die Nadelstange nicht mitgeht, wenn wir spulen. Das heißt, hier oben, das ist der Spuler. Spuler kann man umstellen. Der Spuler drückt gegen dieses Rad. Und ich muss den Freilauf umstellen bei dieser Maschine mit diesem Knopf. Wenn wir jetzt die Maschine betätigen, dann sehen wir, dass sich der Spuler dreht, aber die Welle mit der Nadelstange bewegt sich nicht. Jetzt wird die Spule aufgesetzt und man kann damit das Nähgarn auf diese Spule aufziehen. Das ist der Spulvorgang. Dabei soll die Nähmaschine mit der Nadelstange nicht bewegt werden. Es gibt auch Nähmaschinen, wo sich trotzdem die Nadelstange mitbewegt. Die haben keinen Freilauf. Aber in der Regel haben die Nähmaschine immer einen Freilauf. Jetzt schalte ich den Spulenkapsel wieder zurück. Dann sehen wir, dass die Antriebsrolle nicht mehr an dem Antriebsrad vom Handrad Kontakt hat. Ich schalte jetzt den Freilauf wieder zurück bei dieser Nähmaschine. Wenn ich jetzt hier, das haben wir gerade gehört, dass der Freilauf eingeschaltet ist. Das heißt, ich habe die Antriebswelle wieder verbunden mit dem Handrad, mit dem Motor. Jetzt dreht sich wieder alles mit. Dies ist nur eine Beschreibung für den Freilauf. Ich werde noch weitere Freiläufe jetzt dokumentieren. Bei dieser Nähmaschine funktioniert der Freilauf, indem ich dieses vordere Rad aufmache. Jetzt habe ich die Kupplung gelöst und das Handrad dreht sich nicht mit. Ich drehe die Maschine mal ein bisschen. Wir sehen also, dass die Nagelstange sich nicht mitbewegt, sondern nur so kann man spulen. Die Spule habe ich hier oben ausgebaut, damit wir weitere Programmteile ansehen können. Bei dieser Nähmaschine wird der Freilauf ausgeschaltet, indem wir den Spuler einschalten. Dadurch rastet dieser Hebel ein und sperrt mir die Welle. Wir sehen, die Welle dreht sich nicht mehr mit, wird also blockiert durch diesen Hebel und so kann man jetzt also spulen. Und indem ich den Spuler wieder zurückschalte in die Ausgangsstellung, in 0, sehen wir, hier ist der Haken, wird die Welle wieder freigegeben und schon näht die Nähmaschine wieder.
Eine weitere Möglichkeit, den Freilauf auszuschalten, ist bei dieser Maschine, indem ich einfach hier dran ziehe, rausziehe und dadurch kann ich spulen, ohne dass sich also hier die Nadel bewegt. Die Möglichkeit gibt es auch. Wir sehen also hier einen Zahnkranz, der da greift. Und dieser Zahnkranz greift wieder in dieses Teil und muss miteinander zu verbinden. Auch das ist ein Freilauf. Es gibt noch andere Arten, aber ich kann natürlich nicht jede Art Freilauf zeigen. Schauen wir uns nun weitere Bauteile der Nähmaschine an. Was wir bisher gesehen haben, ist Motor, Antrieb, Freilauf. Und das ist jetzt unsere Welle, die hier rüber geht. Und wir sehen hier, dass die Nadelstange rauf und runter geht. Diese Welle wird immer direkt vom Motor angetrieben. Betrachten wir ein weiteres Bauteil. Das bezieht sich auf dieses Teil hier. Diese Schnecke, diesen Schneckenantrieb, den wir also sehen, wenn wir den verstellen, verschieben, dann verschieben wir den Einstich und Ausstich von der Nadel bei einem Zickzack. Ich stelle die jetzt mal auf Zickzack ein. Und jetzt sehen wir, wie die Nähmaschine den Zickzackstich macht. Wenn jetzt diese Welle, wir sehen auch hier diese Madenschraube, ist eine Madenschraube, wenn ich die löse und verschiebe diese Welle, dann verschiebt sich auch jeder Einstich von der Nadel. Es kann dann durch sein, wenn es verschoben ist, dass die Nadel jetzt schon rüber geht. So, und das darf nicht. Wenn das Teil genau stimmt, in der Mitte steht, dann sehen wir hier bei der Nadel, dass sie seitlich einsticht, sie geht hoch, geht aus dem Stoff raus, geht jetzt rüber und sticht jetzt erst in den Stoff wieder ein. Die Nadel ist dann grundsätzlich immer in der richtigen Position. Wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann kann es passieren, dass die Nadel schon rüber geht, ohne dass sie aus dem Stoff raus ist. Das nächste Bauteil, was wir jetzt uns anschauen wollen, ist das hier. Das ist der Exzenter, der mir hier den Transporteur antreibt. Wir sehen also hier, dass dieser Exzenter meinen Transporteur antreibt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch verschiedene Stichlängen. Das ist jetzt die längste Stichlänge, die diese Maschine hergibt. Bei dieser Maschine ist es also so, dass ich hier drei Stichlängen einstellen kann. Bei anderen Nähmaschinen ist es so, dass ich die Stichlänge von 0 bis ganz weit einstellen kann. Wir sehen jetzt zum Exzenter für den Transporteur noch ein Bauteil, was sich auch mit bewegt. Das ist diese Umschalteinheit. Diese Umschalteinheit sorgt dafür, wie weit der Transporteur transportieren soll. Vorwärtslauf oder Rückwärtslauf. Der Transporteur, wenn diese Umschalteinheit so steht, transportiert also den Stoff vorwärts. Wenn ich ihn rückwärts laufen lassen will, dann muss ich diese Rückwärtstaste drücken. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt
haben wir die Umschalteinheit umgeschaltet nach oben und schon läuft der Transporteur rückwärts. Fast alle Nähmaschinen haben so eine Umschalteinrichtung für den Vorwärtslauf und für den Rückwärtslauf. Fast alle mechanisch arbeitenden Maschinen. Die obere Antriebswelle, die direkt vom Motor gesteuert wird, geht weiter hier hinten auf einen neuen Exzenter. Dieser Exzenter bewegt mir also die Nadel. Wir sehen also jetzt hier, wie die Nadel rauf und runter bewegt wird. Und hiermit wird der Faden geführt. Diese komplette Einheit ist fast bei allen Nähmaschinen gleich. Teilweise nur etwas anders aufgebaut, aber ansonsten ist alles gleich. Hier sehen wir sogar noch bei dieser Nähmaschine, dass hier noch Nähfäden drin sind. Das weiß hier. Die muss man natürlich vorher rausnehmen. Mit diesem Gestänge ist die Nadelstange verbunden und wir sehen jetzt hier über den Programmwahlschalter, dass man da den Zickzack mitnehmen kann. Wenn ich diese Schraube löse, dann kann ich hier den Exzenter drehen und kann die Nadel genau mittig stellen vom Nadelloch. Das kann man also hier verändern. Hier sehen wir ein weiteres Zahnrad, das hier. Dieses Zahnrad treibt mir wieder einen Exzenter an. Ich stelle jetzt die Kamera mal wieder um. Der Exzenter, der hier angetrieben wird über dieses Zahnrad, was sich da hinten dreht, geht über diese Stange nach unten und treibt mir meinen Greifer an. Da schauen wir uns jetzt auch mal an, was jetzt hier unten passiert. Wir sehen also hier über das Zahnrad hier oben, mit über den Exzenter, dieses Zahnrad wieder angetrieben und in eine Hin- und Her-Schwingbewegung versetzt. Eine oszillierende Bewegung. Das ist mein Greifer-Mitnehmer. Der Greifer liegt ja hier gegenüber. Und dann wird der Greifer immer hin und her bewegt. Und hier läuft das Ganze über einen Zahnriemen, der also hier an dieser Schraube gespannt wird. Bei diesem Maschinentyp ist es so, wenn der Greifer zur Nadel, wenn das Verhältnis nicht stimmt, die Einstellung nicht in Ordnung ist und ich muss es verstellen, dann muss ich diese Schraube lösen, das nach vorne schieben, den Zahnriemen entspannen und den Zahnriemen um einen Zacken weiter verstellen und wieder spannen. Und so muss ich dann ausprobieren, bis ich das hinbekommen habe, dass die Nadelstange, dass die Nadel richtig zum Greifer wieder passt. Das ist eine Antriebsform für den Greifer, die wir hier mal sehen. Es gibt noch andere Bauarten, die ich Ihnen auch noch zeigen werde. Hier habe ich jetzt also die gleiche Nähmaschine, die ich euch vorhin gezeigt habe, nur diese ist noch komplett. Während ich die andere schon mal Bauteil entfernt habe, wie zum Beispiel jetzt hier für die Oberfadenspannung, das hatte ich ausgebaut, um das besser zeigen zu können, was sich dahinter verbirgt. Bei dieser Nähmaschine ist es also so, ich habe hier meinen Programmschalter und mit diesem Programmschalter kann ich jetzt drei verschiedene Stichlängen einstellen. Kleine Stichlänge, mittlere Stichlänge, große Stichlänge, während ich bei anderen Nähmaschinen die Stichlänge von 0 bis 4
ganz einfach variieren kann. Bei dieser Maschine geht das nicht, sind die Vorgaben so gegeben. Was wir bei dieser Nähmaschine noch sehen, hier im oberen Teil, ist die Oberfadenspannung Einheit. Das sehen wir also hier. Hier kann ich die Spannung mit einstellen. Wir sehen also, wie sich hier die Feder entspannt. Hier spannt sich wieder die Feder. Hiermit stelle ich meine Spannung ein. Das ist die Feder, die zusammengedrückt wird, und das sind die beiden Scheiben, wo mein Faden durchgeht. Wenn ich jetzt das Nähfüßchen anhebe, dann wird also hier die Feder entspannt. Das ist nicht bei jeder Nähmaschine, aber bei den meisten Nähmaschinen ist es so. Wenn ich das Nähfüßchen weiter anhebe, entspannt sich das Ganze. Und hier passiert es auch schon mal im Laufe der Jahre, dass die Fadenspannung nicht mehr richtig stimmt, dass die nachstellen muss. Dann mache ich das über dieses kleine Zahnrad. Hiermit kann ich diese Feder vorspannen. Und in der Regel sollte es so sein, dass bei 4 der gerade Ausstich bei einer glatten Naht immer die Verknüpfung zwischen den beiden Stoffen ist. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Ich habe dieses Teil bei der anderen Maschine ausgebaut. Und hier sehen wir noch eine Besonderheit. Hier ist eine kleine Feder. Diese kleine Feder hat folgende Aufgabe. Sobald die Nähnadel aus dem Stoff rauskommt, wird der Oberfaden durch diese Feder, 8 Gramm Feder, auf Spannung gehalten, und zwar so lange, bis die Nadel wieder in den Stoff einsticht. Hier wird komplett der Oberfaden gespannt fürs Dauernähen, und hier diese kleine Feder ist nur dafür da, um den Faden stramm zu halten, sobald die Nadel aus dem Stoff rausgeht und wieder in den Stoff eintaucht. Die Feder hat 8 Gramm. Und da passiert es schon mal, dass sie verschleißt, dass sie durchscheuert vom Garn. Da muss man darauf achten, dass man immer so eine Feder da hat. Da gibt es auch wieder verschiedene Bauformen. Jede Nähmaschine hat zwei Programmwalzen. Die eine Walze, die steuert mir meine Umschalteinheit, die wir vorhin hier gesehen haben, das da hier unten, die Umschalteinheit. Das können wir sehen, wenn ich hier den Programmschalter bewege, wie sich auch die Umschalteinheit bewegt. Das ist die Umschalteinheit für die Stichlänge. Die wird mit diesem Teil, das wir hier vorne sehen, geschaltet. Dafür ist dieser ganze Schaltring da. Damit wird also nur der Transporteur geschaltet mit der Umschalteinheit. Die zweite Steuereinheit ist die Walze, ist das Teil, was wir hier sehen, was sich jetzt auch dreht. Da greifen Stifte drauf. Und diese Stifte, die steuern mir die Nähnadel. Ob die Nähnadel einen Zickzack machen soll, kleinen Zickzack, großen Zickzack, das macht alles das. Und diese Steuereinheit in Verbindung mit der anderen Steuereinheit, die wir hier unten sehen, geben die Kombination, dass ich auch vorwärts und rückwärts nähen kann, ohne dass ich dafür die Rückwärtstaste benutze.
Da werden die sogenannten elastischen Stiche mitgenäht. Und diese Anordnung, die wir also hier haben in senkrechter Form von den beiden Programmwalzen, die ist bei jeder Maschine anders in der Bauform. Die kann hier oben mit drin sein, die kann unten drin sein. Nur diese beiden Bauformen gibt es immer. Und wie viele Walzen ich also hier habe, hängt davon ab, wie viele Programme die Maschine machen kann. Schauen wir uns diese Nähmaschine an. Das ist wieder eine andere Bauform. Hier sehen wir zum Beispiel Programmschalter von 0 bis 4 für die Stichlänge. Hier kann ich jetzt ganz kontinuierlich von 0 bis auf 4 einstellen. Und hier gibt es noch das Zusatzprogramm S1. Das S1 bedeutet also immer, ich kann zusätzliche elastische Stiche machen. Das heißt also, die Nähmaschine näht automatisch vorwärts und rückwärts, so wie es das Programm also will. Hier unten sehen wir nochmal Programmwahlschalter, der wird hier von der Seite aus bedient. Da kann ich mein Programm also einstellen. Was ist jetzt hier anders an dieser Nähmaschine, was wir bisher kennengelernt haben? Wir sehen zum Beispiel jetzt hier, hier haben wir einen ganz anderen Exzenter. Ja, das ist mein Exzenter. Wieder unten für den Greifer. Der muss auch hier immer schön geölt werden, was Loch ist. Das ist mein Exzenter wieder für den Transporteur. Das ist genauso wie bei der anderen Maschine, aber hier sehen wir, dass dieser Exzenter wieder anders aufgebaut ist. Das Programmteil selber befindet sich jetzt hier unten drunter in einer Programmwalze. Wollen wir schauen, ob wir es auch noch anders sehen können. Wir sehen jetzt hier unsere beiden Programmwalzen. Dieser Walzenteile ist wieder hier nur für die Nadelstange. Und dieses Walzenteil ist wieder hier für unseren Transporteur. Sie spielen miteinander und sie spielen auch gegeneinander, je nachdem, was für ein Programm ich also benötige. Auch hier handelt es sich wieder um einen oszillierenden Greifer. Auch hier sehen wir wieder einen oszillierenden Greifer, der immer hin und her geht, wie wir es vorhin auch schon mal gesehen haben. Schauen wir uns jetzt einfach diese Maschine an, was diese Maschine an Besonderheiten hat. Auch hier sehen wir wieder, wenn wir das Ganze anschauen, hier ist unser Handrad, hier wird der Freilauf wieder mitgelöst. Hier haben wir den Motor mit kurzen Antrieb, Direktantrieb. Hier haben wir unseren Rückwärtsgang. Hier können wir wieder die einstellen, die Stichlänge von 0 bis auf 4, beziehungsweise rückwärts nähen. Schauen wir mal in diese Nähmaschine von oben. Hier sehen wir das Programmteil, was also für die Nähnadel zuständig ist, für die Nadelstange. Hier sehen wir das Programmteil, was zuständig ist für den Transporteur. Hier sehen wir zum Beispiel den Exzenter, den wir vorhin auch schon mal gesehen haben, für den Transporteur. Und hier ist eine Antriebsform, ein Kettengliederband, was mir also den Greifer antreibt. Bei dieser Maschine ist es also so, haben wir einen umlaufenden Greifer und keinen oszillierenden Greifer. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an. Auch hier, das ist meine Oberfadenspannung. Hier sind die beiden Scheiben, wo mein Faden durchgeht. Und hier vorne ist eine kleine Feder. Da sind meine 8 Gramm Feder, die den Faden wieder stramm halten, sobald die Nadel aus dem Stoff rausgeht und wieder in den Stoff einsticht. Hier ist wieder eine andere Bauform, als die wir bis vorhin kennengelernt haben.
Ich habe vorhin gesagt, dass dieses Kettengliederband mir den rundum laufenden Greifer antreibt. Wir sehen also hier die Welle. Hier sind unsere Zahnräder. Ich habe sie noch nicht sauber gemacht, kann gar nichts. Wir sehen die ganze Verschmutzung noch, die da drin sind. Auch das muss man alles immer komplett reinigen. Und wenn ich jetzt Zahnrad drehe, dann sehen wir, wie hier das Teil immer sich im Kreis bewegt. Und den Greifer, den sehen wir hier. Das ist der Greifer. Und der Greifer, bei jedem zweiten Umlauf, nimmt er mir den Oberfaden mit. Und das läuft hier über dieses Gliederband. Ich nehme jetzt mal Spule raus. So, dass wir nochmal den Greifer sehen. Hier oben sehen wir den Freilauf, wo der Oberfaden wieder freigegeben, sich um den Unterfaden drum wickelt. Das muss hier oben durch. Das ist wichtig, dass wir hier immer Spiel haben. Wenn der Greifer mal nicht stimmt, dass ich die Einstellung verändern muss, dann muss ich diese beiden Schrauben lösen, damit das Zahnrad frei laufen kann. Und dann kann ich den Greifer einstellen, mit leeren natürlich und Hubzwinge und dann wieder diese beiden Schrauben festschrauben. Sauber sollten das immer hier sein. Ich soll keine Stoffreste drin sein, keine Fadenreste drin sein. Das soll alles richtig schön sauber sein, dass die Maschine schön frei laufen kann, ohne dass sie schwergängig ist. Über den anderen Exzenter, den ich vorhin gezeigt habe, wird diese Welle bewegt. Wir sehen es also hier. Machen wir auch nur mal eine kleine Hin- und Herbewegung. Damit wird hier der ganze Transporteur mitgeschaltet über diese Einheit. Hier haben wir eine Nähmaschine mit horizontalem Umlaufgreifer. Das sehen wir also hier. Er dreht sich also ständig, der geht also nicht hin und her. Bei Besonderheiten an dieser Maschine, die ich nochmal zeigen kann, ist einmal hier, wo die Nadel eingestellt wird. Nach rechts oder nach links. Hier habe ich wieder meinen Programmwahlschalter, in dem Moment hier nur Zickzack und geradeaus oder diese Zickzackstiche und das ist für Knopflöcher. Und den Außenring, der wird wieder eingestellt von 0 bis 5 für den Transporteur, den wir also hier sehen. Gucken wir es mal vom Antrieb her an. Hier oben haben wir unseren Spuler. Der Spuler schaltet mir automatisch den Freilauf frei. Brauche ich also hier nichts dran ziehen oder sonst was. Dann kann ich also spulen und nachher nach dem Spulen wieder zurück. Ich baue den Spuler jetzt mal aus, damit wir das Programm mal sehen können. Schauen wir uns das Ganze mal wieder von oben an. Hier ist meine Antriebswelle. Das habe ich vorhin schon mal erklärt, wofür das also da ist. Wenn ich das also verschiebe, geht es darum, wie die Nadel aus dem Stoff rausgeht, für den Zickzack, ob die Mitte steht oder nicht. Das ist hier mein Exzenter, den ich hier wieder habe für den Transporteur. Hier sehen wir die Welle, Kegelradantrieb für meinen Greifer, Rundumlaufgreifer. Hier hinten ist immer alles gleich. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von unten an, wie die Maschine aufgebaut ist. Hier sehen wir jetzt meinen Antrieb, der von oben kommt und der hier meinen Greifer antreibt.
Wenn jetzt hier der Greifer verstellt ist, da ich neu einstellen muss, dann löse ich diese beiden Schrauben und verschiebe das Ganze, bis eben die Position Nadel zum Greifer richtig steht, und dann wird das wieder hier angezogen. Sie sehen also, es gibt immer wieder andere Bauformen, immer wieder andere Sachen, aber vom Prinzip her ist es immer dasselbe. Das ist hier wieder die Einheit, die wir hier sehen, wo also der Transporteur mitgesteuert wird. Hier mal eine Maschine, wo das Programm hier oben im oberen Teil sich befindet. Das ist das Antriebsrad, das Walzenrad für die Nadelstange. Das ist das Walzenrad für den Transporteur. Und diese ganzen Hebelchen, die sind beweglich und die werden gesteuert, indem ich das hier also einstelle. Für den Reparateur ist es eigentlich ganz egal, was für eine Nähmaschine er von der mechanischen Seite her bekommt. Sie sind alle gleichmäßig aufgebaut. Es geht nur darauf an, wo sitzen die ganzen Programmteile, wo ist die Mechanik versteckt. Sie ist im oberen Bereich, im unteren Bereich, im mittleren Bereich der Nähmaschine. Da muss man einfach nur richtig schauen. Wichtig ist, dass man alle beweglichen Teile ölt. Und zwar mit einer Nadel und Spritze. Bei dieser Nähmaschine sehen wir zum Beispiel jetzt hier, das ist meine Oberfadenspannung. Ich drehe das Ganze jetzt mal ein bisschen. Und dann sehen wir jetzt also hier, hier sind meine, ich sehe kleine Feder, eine 8 Gramm Feder, die den Faden wieder stramm hält, wenn der Schnabel aus dem Stoff rauskommt und wieder in den Stoff reingeht. Hier haben wir unseren Programmwahlschalter wieder, hier haben wir unsere ganzen Programme. Es geht einfach auch um dieses Programm, das sogenannte elastische Stiche, wo also die Nähmaschine, wie man also hier sieht, vorwärts näht, wieder zurückgeht, vorwärts näht, wieder zurückgeht, vorwärts näht. Und das macht alles hier oben, das Ganze im Programmteil. Das sehen wir auch jetzt wieder hier. Das ist das Programmteil wieder für die Nähnadel, für die Nadelstange. Das ist das Programmteil wieder für den Transporteur. Und alles wird hier über Schleifer miteinander verbunden und gekoppelt. Hier sehen wir zum Beispiel wieder meinen Exzenter mit einer Gabel. Unten für meinen Transporteur. Und hier unten drunter befindet sich auch wieder die Umschalteinheit. Wie gesagt, es ist vollkommen egal, was für eine Nähmaschine wir also haben. Und jetzt schauen wir uns mal noch den Unterschied an zwischen einer mechanischen Nähmaschine, wie sie jetzt hier vorne steht, und einer elektronischen Nähmaschine. Wir sehen jetzt hier eine Computernähmaschine, elektronisch gesteuert, mit einem Chip. Und da sind viele mechanische Teile gar nicht mehr vorhanden, die wir vorhin gesehen haben. Wir haben keine Programmwalzen hier mehr drin, das gibt es nicht. Wir sehen das also hier, die Welt ist komplett frei. So, was wird wieder angetrieben? Wir haben hier also einen Niedervoltmotor, der treibt mir wieder hier oben mein Handrad an. Das Handrad treibt mir wieder meine Nähnadel an. Da hat sich nichts geändert. Und von hier aus geht es wieder runter nach hier unten. Und hier unten wird wieder mein Greifer angetrieben. Das ist genau wie bei jeder anderen Nähmaschine auch. Aber die ganze Programmwahl, die findet statt über diesen Chip. Was ist jetzt anders? Anders ist zum Beispiel, wir haben hier einen Steuermotor. Dieser Motor steuert mir diesen Transporteur. Dieser Steuermotor steuert man den Transporteur für Vorwärtslauf und Rückwärtslauf. Das ist schon mal eine Änderung.
Und dann haben wir einen weiteren Motor. Der sitzt hier. Dieser Motor ist dafür da, um den Zickzack damit zu steuern, die Nadel hin und her zu steuern. Was wir jetzt hier sehen, das ist die Steuerungsplatte, die ganze Stromversorgung. Einzigen Fehler, den man reparieren kann, ist auf dieser Platine. Auf der anderen Platine kann man leider keine Fehler reparieren, weil man keine Ersatzteile bekommt. Oder man muss komplett, wenn man so bekommt, Platinen wechseln. Das ist wieder hier ganz normal mein Nähfüßchen, was ich bewege. Und hier sehen wir auch über dieses Gestänge, dass sich hier vorne die Wein. Was? Ja, sind mal Scheiben. Werden auseinandergedrückt. Hier sieht man auch die Entkopplung der Maschine. Das ist also wieder hier mein Spuler. Wenn ich den rüber drücke, dann wird diese Welle entkoppelt, dass sie sich nicht mitdreht, während ich spule. Sobald ich das wieder zurückschalte, wird die Welle wieder in Betrieb genommen. Wenn der Greifer sich mal verstellt haben sollte, dann wird der Greifer neu eingestellt über diese beiden Madenschrauben. Einmal, zweimal die beiden lösen und dann stelle ich den Greifer genauso ein wie bei einer mechanischen Maschine auch und dann diese beiden Schrauben wieder festschrauben. Das ist hier die komplette Steuerelektronik. Wenn da ein Fehler drauf ist, dann müsste man versuchen, die komplette Platine zu tauschen, wenn man sie denn bekommt. Ich habe bis jetzt noch nie eine passende bekommen. Selbst zu reparieren ist hier nicht möglich. Bei dieser Maschine wird der Transporteur über diese Schraube eingestellt. Das heißt, die Mutter wird hier ein bisschen gelöst. Und dann kann ich den Transporteur in der Höhe verstellen, dass ich meine 0,9 mm bekomme, die über Stichplatte sein soll. Und dann bitte die Mutter wieder anziehen und möglichst ein bisschen versiegeln, damit die sich also nicht durch Erschütterung lösen kann, damit sich der Transporteur nicht verstellt. Ansonsten kann ich nichts machen. Ich baue mal die Steuerplatine aus. Schauen wir uns doch mal an, wie die aussieht. Wenn wir mal so einen kleinen Einblick davon kriegen. Was sich hier drauf befindet, das kann man in der Regel reparieren. Da kriegt man auch Bauteile für. Ich nehme das jetzt mal ab. Das ist meine Netzverbindung. Da ist die Stromversorgung für den Computerteil. Was hier drauf ist, das kann man wechseln. Diese Bauteile, die kann man alle wechseln. Das kann man reparieren, aber die andere Seite, computermäßig, kann ich nicht reparieren.